Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Leute, ihr erinnert euch vielleicht an diese wunderschöne Craft Attack Folge, wo ich Folgendes gesagt habe. Aber ich hatte sowieso im Jahr 2018 jetzt vor, ein wenig mehr Bau-Content zu machen, sprich ein paar Bau-Lifehacks und so weiter und so fort. Ja, ihr habt's gehört, mein Schnipsen hat man wahrscheinlich gerade nicht gehört, ist auch total egal. Ich habe ja, wie ich bereits erwähnt hatte, an so einem ähnlichen Format gesessen und ist mir letztens aufgefallen, nachdem dann tatsächlich, wie gesagt, der andere besagte Kanal online gegangen ist, was ich, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm finde, Leute. Also jeder darf hier auf YouTube machen, was er will. Ist mir dann aufgefallen, dass ich dank 200 Installationen für Alphastein-Videos mit verschiedenen Lucky-Block-Modpacks meine komplette Map verloren habe. Also das heißt, alle meine Singleplayer-Welten, außer die, die ich gebackupt hatte, unter anderem auch die Craft-Tech Mauerwelt und so weiter und so fort, waren weg. Dementsprechend, meine Freunde, habe ich gedacht, fuck it. Ich war bei ungefähr 50 Baulifehacks. Ich hatte geplant, 75 zu machen, Leute. Ein Video in deutscher Sprache existiert darüber schon, deshalb habe ich mir jetzt einfach was anderes überlegt, Leute. Und bin hingegangen und habe für euch etwas komplett Neues vorbereitet. Und zwar zeige ich euch heute richtig nice, Leute, 25 Inneneinrichtungs-Lifehacks, die ihr auf jeden Fall ganz easy nachmachen könnt. Ein paar Sachen werdet ihr wahrscheinlich schon kennen, ein paar Sachen werdet ihr nicht kennen. Aber Leute, ich werde jetzt erstmal mein neues Format mit einem wunderschönen Anfang beginnen. Denn, Leute, ich packe jetzt erstmal ein kleines Geschenk aus. In diesem Geschenk ist nämlich mein liebenswerter Co-Host und zwar der liebenswerte, unglaublich schöne Rotpilz! Blitz, yeah! Mit dem Eye of the Tiger! Okay, reicht dann auch. Okay, alles klar. Felix, hast du das Standard-Texture-Pack drin? Oh ja, tatsächlich. Richtig, sehr schön. Leute, denn ich werde euch alles im Standard-Texture-Pack zeigen, damit ihr auch ungefähr nachvollziehen könnt, wie das Ganze dann eventuell in anderen Texture-Packs aussieht. Ich werde jetzt nicht immer wieder ein anderes Texture-Pack zeigen. Standard-Texture-Pack ist die beste Grundlage für solche Sachen. Dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen. Felix, beginnen wir mit Nummer 1, diesem wunderschönen Sofa. Und die einzige Sache, die natürlich jetzt hier auffällt, sind diese kleinen Kissen hier, Felix, ne? Ah, ich habe mich auch gerade gefragt, was es genau ist. Also richtig. Und Kissen, zwar sind das einfach Banner, die quasi einen Block tiefer gestellt werden, mit einem Half-Slab drüber. Ergeben die ein wunderschönes Kissen, meine Freunde. Bruder, kennt ihr vielleicht aus Craft Attack? Kann man ganz easy nachbauen. Ich gebe dir mal ganz kurz Game Mode 1 her, Rotpilz. So, dann kannst und hier ist sogar tatsächlich noch ein zweiter, richtig, falls ihr Leute es nicht kennen, sogar noch eine Gardine. Sogar richtig, genau, eine wunderschöne Gardine. Also ich finde es immer ganz schön, wenn man in Räumen mit komplementären Farben, die sich, sind Komplementärfarben, die sich untereinander komplementieren? Ist das ja, also die sich gegenüberstehen auf dem Farbrad, ja. Richtig, genau, also dann ist das komplett Kontrastfarben, bei, richtig, genau. Es sieht halt immer ganz schön aus, wenn ich das Ganze quasi in einem wunderschönen Farbkonzept widerspiegelt, dementsprechend schwarz aus schwarz und weiß. Es sieht auf jeden Fall echt ziemlich clean und modern aus. Gefällt mir ganz gut. Also ganz einfach nachzubauen. Einfach ein Banner, ganz easy, Leute. Einfach einen Block tiefer packen und dann habt ihr quasi schon wunderschöne Kissen. Funktioniert mit jedem Banner und jeder Farbe. Gehen wir weiter zur Nummer 2, meine Freunde. Und zwar habe ich hier einen wunderschönen Tisch gebaut mit ein paar Tischdecken dran. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, schwarz gedacht, Felix, denn heute wird YouTube Deutschland beerdigt bei mir. wir haben nämlich hier nochmal einen zweiten Lifehack. Man sieht hier auf jeden Fall ganz easy, Leute. Man kann Banner ja, wie ihr seht, ein kleines bisschen tiefer legen. Hier drunter befinden sich ein paar Redstone-Blöcke, die dann den Pisten als Tisch letztendlich ausfahren. Ganz easy. Und das Einzige, was ich hier noch gemacht habe, ist noch ein kleines Design hier. Richtig, ja. Paar Akzente gesetzt hier, indem ich hier nochmal ein Item-Frame nehme. Ich zeige das mal ganz kurz. In dem ein Enderman-Kopf bzw. ein Wizard-Kopf drin ist, damit das Ganze quasi nochmal ein wunderschönes Gesamtkonzept ergibt. Also ihr seht das, und Leute. Man sieht den Item-Frame zum Glück nicht hier. Richtig, genau. Das sieht auf jeden Fall echt ganz schön aus. Man kann das quasi komplett designen und sich ganz einfach damit festliche Tischdecken herrichten. Gehen wir zu Nummer 3, meine Freunde. Und zwar habe ich hier ein wunderschönes E-Mail-Bett erschaffen, welches tatsächlich auch ein paar Lifehacks beinhaltet. Und zwar, Leute, habe ich hier mit unsichtbaren Blöcken gearbeitet. Richtig, genau. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn das da so dranhängt. Man könnte das komplette Ding jetzt, warte mal, ich zeige euch das mal ganz kurz. Man kann sich nämlich im Game Mode, Leute, oder generell, wenn man OP hat, kann man sich nämlich Barrier-Blöcke geben. Und diese Barrier-Blöcke haben folgende Eigenschaft. Die sind nämlich komplett unsichtbar. Ihr seht sie hier vielleicht. Das sind unsichtbare Blöcke, Leute. Und ich könnte jetzt theoretisch hingehen und das Himmelbett damit auch an der Seite komplett zuziehen. Sprich, ich könnte halt hier jetzt quasi Barrier-Blöcke hinmachen und habe quasi ein wirklich funktionierendes Himmelbett, welches sich dann an einer Seite verschließen lässt und dann quasi nur von einer Seite zugänglich ist. Das ist ein bisschen Privatsphäre. Da kann man zusammen ein bisschen hier austoben, Felix. Felix anstecken. Also ihr seht auf jeden Fall, ihr könnt hier ganz easy ein schönes Himmelbett bauen, indem ihr einfach diese Banner packt und die an ein Bett nehmt. Und das sieht auf jeden Fall echt ganz nice aus meiner Meinung nach. Nummer 4, Leute. Und zwar ist Nummer 4 ein kleines Küchendesign. Ihr seht das nämlich hier, Leute. Nein, da bin ich ja noch nie drauf gekommen. Passt mal auf. Wir haben nämlich jetzt die Türen einfach einen Block tiefer gesetzt und können diese Türen jetzt sogar öffnen. Und haben hier unten sogar eine wunderschöne Storing-Möglichkeit. Das heißt, wir können jetzt hier quasi... Ja, krass, oder? Wir können jetzt hier quasi Sachen einfach mit verstecken. Haben jetzt halt so eine schöne doppelte Küchentheke, Leute. Haben hier oben nochmal einen kleinen Dunstabzugshauben, Herdgedöns. Ganz einfach ist auf jeden Fall, wenn man hier sich halt fragt, ey Revi, wie hast du denn das eigentlich gemacht? Man könnte jetzt sogar hier ein doppeltes Ding nochmal draus machen. Denn die obere Kiste lässt sich sogar durch diese wunderschönen Carpets öffnen. Das heißt, man kann hier ganz einfach ein paar Sachen reinpacken. Wie gesagt, hier habe ich es euch nochmal gezeigt. Wenn ihr es nur einfach nice, haben Alter. Wollt, legt die Carpets einfach übereinander. Und das geht dann auch ganz easy. Glaube ich, relativ einfach nachzubauen. Oder legt's? Das werde ich erstmal klauen, Alter. Das werde ich in meinem nächsten Bauwerk auf jeden Fall benutzen, Alter. Nice one. Junge. Nummer
5 ist die Nummer. Und zwar habe ich hier eine kleine Badewanne gebaut, meine Freunde. Mit einer netten Duschstange. Ich habe mir diese kleinen Entrots echt lieb gewonnen. Die sehen zwar aus wie das männliche Genital, haben aber auch noch tatsächlich ganz guten Nutzen zum Bauen. Denn, meine Freunde, wenn man hingeht und sich ein paar Banner mal wieder nimmt, kann man einen richtig niceen Duschvorhang damit zaubern. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wartet mal, ich könnte jetzt theoretisch hier oben, wenn ich jetzt hier zubaue, einen wunderschönen Duschvorhang noch vorhauen und könnte das Ganze dann quasi halt hier irgendwie noch dahin machen. Wir können auch hier wieder mit Barrier Blocks arbeiten, meine Freunde. Wie gesagt, echt eine Sache, die ich nur empfehlen kann. Barrier Blocks, eine echt schöne Erfindung bei Minecraft. Man könnte jetzt quasi hier die Dusche komplett verschließen mit so einem Duschvorhang. Damn. Find ich gar nicht schlecht und ich finde auch die Duschstange macht das Ganze irgendwie ein bisschen wohnlicher. Also ist gar nicht so verkehrt. Und eine Badewanne zu bauen, das kriegt ihr, glaube ich, selber hin. Das ist gar nicht so schwer. Kommen wir zu Nummer 6. Ja, und zwar habe ich hier ein kleines Tischdesign mir ausgedacht, Leute. Schaut mal hier. Wir haben nämlich hier einmal einen Tisch aus wunderschönen Rails. Wie das gebaut ist, ist ganz easy. Wir haben hier wieder in der Mitte die Barrier Blocks. Ihr müsst quasi einfach die Schiene nehmen. Die liegen ja erstmal so am Boden. Geht dann hin und packt dann hier oben quasi die Rails drauf, damit die ganzen schräg sind. Und es sieht dann so aus, als würden die Schienen das Ganze stützen. Ich weiß gar nicht, ob das Ganze auch mit den Stringsblöcken funktioniert. Ich glaube aber nicht, dass ich auf einen Stringblock eine Schiene drauf packen kann. Dementsprechend geht das tatsächlich nur im Game Mode, meine Freunde. Aber wenn ihr halt im Creative Mode seid, könnt ihr auf jeden Fall so euer Haus richtig nice designen und hierzu nochmal 2 relativ simple Stühle. Ist doch ganz nice. Den kann ich selber noch nicht, Alter. Ja, Bruder, du lernst hier was. Merkst du das, Alter? Das ist educational Content, Leute. Das ist super für die CPM. Danke, YouTube. Danke, danke. Gehen wir weiter. Kategorie Wissenschaft. Boah, Leute, ohne Witz. Nummer 7. Kommen wir zu einem weiteren kleinen Design. Und zwar gibt es hier eine ganz einfache Möglichkeit, in Minecraft Regale zu bauen. Ihr könnt nämlich mit diesen wunderschönen Oak-Fences oder auch mit Zäunen, wie ich hier gezeigt habe, richtig coole Regale bauen. Da kann man zwar nichts draufstellen, weil die leider halt einen halben Block hoch sind, beziehungsweise einen Drittelblock. Kann man leider nichts draufstellen. Sehen aber trotzdem in einem Raum ganz schön aus. Und wenn ihr theoretisch die Möglichkeit habt, keine dieser Barrier-Blöcke zu benutzen, könnt ihr es halt einfach so machen, wie zum Beispiel hier gezeigt. Ihr nehmt einfach eine Kiste, stellt die da drunter, haben dann hier nochmal quasi Strings drauf. Komm mal her, Felix, ich zeig dir das mal. Schau mal hier. Haben nämlich hier die Strings, legen dann darüber das Regal und können das Ganze dann fast ganz komplett unsichtbar machen. Und man kann die Kiste sogar noch öffnen. Richtig. Und hier oben ist das Ganze quasi nochmal mit Barrier-Blöcken, meine Freunde. Diese könnt ihr dann quasi, wie gesagt, im Game Mode nutzen und könnt dann da oben drauf einfach eine kleine Regalplatte legen. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Schick. Nummer 8, meine Freunde. Jetzt kommen wir für die botanischen Freunde auf jeden Fall mal ein bisschen ins Rollen, denn ich habe hier ein paar Sachen aufgebaut, die generell zur Inneneinrichtung ganz schön sind. Und zwar habe ich hier einmal eine Schalkerbox genommen, eine braune Schalkerbox. Schau mal hier, Felix. Die sich sogar öffnen lässt. Das heißt, ich kann da sogar ein paar Sachen verstauen drin, wenn ich wollen würde. Ich habe mich gerade schon gewundert. Das sieht dann quasi aus wie so ein kleiner Tropenbaum, finde ich. Finde ich eigentlich ganz schön. Vor allen Dingen hat das Ding noch einen Nutzen. Man kann Sachen drin verstecken. Dann habe ich mir hier nochmal gedacht, man könnte ja einen Kaktus einfach mal als Stamm nehmen. Sieht auch gar nicht so verkehrt aus, meiner Meinung nach. Eine Sache, die ich bei Craftatech ganz oft gemacht habe, ist einfach Bambus in mein Haus zu packen. Ich finde das lockert das Ganze richtig auf. Und viele werden sich jetzt fragen, aber Revi, wie hast du jetzt das Wasser gemacht? Passt mal auf, Leute. Das Wasser ist quasi einfach hier unter der Wand versteckt. Und da kann man letztendlich dann einfach den Bambus hinpacken. Lix, was sagst du dazu? Ja, ich mache das auch immer so. Das ist ein guter Lifehack. Danke, danke. Manche Leute wissen das einfach nicht. Schaut mal hier, dann haben wir hier nochmal eine kleine Lampe und auch einen Busch direkt zusammengepackt, Leute. Dann haben wir nämlich hier nochmal ein wunderschönes Ding, was wir überall hinstellen können. Mit einer Leuchte auf jeden Fall drin. Ganz easy. Und nochmal hier ein kleines Blumenbeet, welches wir einfach mit Trapdoors quasi verzäunt haben. Das kenne ich selber noch nicht. Echt nicht? Pass auf, man kann die Trapdoors nämlich einfach am Boden legen hier, Leute. Und die dann einfach hochklappen. Und so easy ist das. Wenn ich jetzt sogar ganz verrückt bin, Felix, pass mal auf, ich bin jetzt mal ganz verrückt. Oh, du Verrückter. Gehen wir einfach mal hin und legen hier Iron Trapdoors hin. Nehme mir eine Redstone-Fackel, packe die quasi einen Block da drunter und die Iron Trapdoors stellen sich ebenso auf. Nein. Und ich kann das Ganze quasi auch mit Iron Trapdoors machen. Ich finde, das sieht halt noch geiler aus, um ehrlich zu sein. Danke, Felix. Ich habe ein paar Sachen für euch vorbereitet. Ihr seht, Leute, da steckt was drin. Danke, Felix. Ich freue mich drüber. Das ist so nett zu mir, Bisch. Kein Problem. Kommen wir jetzt zur Nummer 9, meine Freunde. Und zwar habe ich hier einen kleinen begehbaren Kleiderschrank gebaut. Hier ein ganz einfaches Bett mit Schnee. Relativ easy. Man kennt das. Aber hier drin, meine Freunde, versteckt sich ein begehbarer Kleiderschrank, in dem ich hier so ein paar Handtücher reingehangen habe und ein paar Regale gebaut habe. Könnte man auch wieder mit dem Regal-Hex, mit den Barriers und den Zäunen und den Fence-Gates machen. Findet das aber so ganz schön. Und wenn ihr mal quasi noch Platz irgendwo in eurem Haus habt, könnt ihr ganz easy einen begehbaren Kleiderschrank da reinzimmern. Nice! Mega nice. Nummer 10, meine Freunde, ist eine relativ besondere Konstruktion. Mhm. Passt mal auf. Ich gehe jetzt erstmal hin und packe hier ein paar Armor-Stands rein, meine Freunde, und drehe diese ein bisschen ein. Ich werde nämlich jetzt euch ganz kurz mal Folgendes zeigen. Ich muss die Armor-Stands erstmal wie ein Lagerfeuer anrichten. Ihr seht das hier schon ungefähr so. Und wenn ich jetzt quasi hingehe und schiebe dann diesen Block da rein, meine Freunde, oh, der Piston ist 1 zu. Und jetzt können wir das Ganze quasi da reinschieben. Und wir hätten jetzt theoretisch ein brennendes Lagerfeuer, welches dann mit einem Plugin namens World Guard auch theoretisch niemals ausgehen würde. Und dann haben wir in der Mitte quasi nochmal wirklich brennende Holzscheite, die auch tatsächlich ewig brennen würden. Wenn dann World Guard drauf wäre. Gehen wir weiter, Felix, zur unglaublichen Nummer 11, meine Freunde. Und zwar habe ich hier ein paar Standuhren gebaut. Aber ganz kurz, Felix, zieh mal ganz kurz an dem Hebel, Felix, und schau dir einfach an, was geschieht.
Guck, er hat's im Mund. Haha, Dena, das hast du jetzt davon. Ja, Leute, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Ich weiß es selber nicht. Eigentlich wollte ich euch nur diese wunderschönen Standuhrmodelle hier zeigen. Wir haben hier einmal eine Standuhr mit einer Sonnenblume, die quasi frei im Raum steht. Relativ easy. Wir können hier oben sogar die Uhr dran packen. Man könnte theoretisch sogar wirklich die Zeit daran ablesen. Hier nochmal ein kleines modernes Sofa, ganz simpel. Und hier nochmal eine Standuhr mit einem Goldblock. Wenn ihr nicht ganz so viel Gold habt, nehmt einfach eine Sonnenblume. Das passt genauso easy. Kann man auf jeden Fall einfach mal in ein Haus reinstellen, wenn man so ein bisschen traditioneller einrichtet. Nice. Mega nice, Alter. Nummer 12. Sehr gut, Felix. Und hier habe ich quasi nochmal einen kleinen Lifehack für euch mit einem Pisten- und Amos-Dance vorbereitet. Denn wir können nämlich quasi so, meine Freunde, passt mal auf, das hier, Felix, wird nämlich jetzt folgendes. Ich habe es falsch rumgebaut, fällt mir gerade auf. Oh weia, oh weia, oh weia. Das hier, Leute, ist nämlich jetzt eine Tastatur für einen wunderschönen PC. Denn ihr braucht immer irgendeinen Block, der quasi vor dem Computer davor liegt und könnt jetzt quasi das hier einfach als Tastatur nehmen. Ihr seht das hier, Leute. Nein. Doch, Lix, das geht alles. Und jetzt können Alter. Wir sogar noch hingehen und hinten dran noch einen Bildschirm packen, meine Freunde, wenn ich den dann richtig rumsetze. Warte mal ganz kurz. So rum. Dann haben wir nämlich hier quasi noch die Möglichkeit, so einen Bildschirm dran zu machen und haben das Ganze dann quasi easy so hingestellt. Wir könnten jetzt sogar noch hingehen, Leute, und noch ein bisschen verrückter sein. Mit einem Knopf oder so. Richtig, mit einem Knopf das Ganze noch mit einer Maus verzäunen und so weiter und so fort. Also relativ cool auf jeden Fall. So kann man sich ganz easy eine Tastatur für ein schönes Gaming-Setup machen und der Armor-Stand mit dem Chainmail-Helm wird einfach quasi mit einer Piste reingepusht. Ist sogar im Game-Mode 0 möglich. Also relativ nice. Lex, moderier du die nächste Nummer an. Die Nummer 13, mein Guter. Ein schönes Klavier. Alter. Richtig, Leute. Passt mal auf. Und zwar habe ich mir nämlich die Daylight Sensors genommen und habe diese einfach mal hingepackt mit einer Half-Slab. Und so kann man quasi ein wunderschönes Piano bauen. Hab mir dann einfach ein bisschen Schnee genommen, weil es leider auch wieder nur im Game Mode möglich ist, Leute. Man kann nämlich den Schnee dann auf eine bestimmte Höhe anheben. Und so hat man dann einen wunderschönen Klavierhocker. Denn ich fand, eine Half-Slab wäre nicht ganz passend. Ich finde genau diese Höhe perfekt. Und so kann man einen wunderschönen Flügel bauen, der jedes Wohnzimmer Trebia macht, meine Freunde. Und ich glaube, man kann das sogar mit einem Drachenkopf machen. Dann sieht das auch so aus wie Tasten. Oh. Ist halt ein bisschen teurer, zu einem Drachenkopf, zu einem Drachenkopf kommen wir gleich noch, mein Freund. Zu einem Drachenkopf kommen wir gleich noch. Ich habe mir noch mal einen ganz kleinen, wunderschönen Kamin gebaut, beziehungsweise einen etwas moderneren Kamin, der dann ungefähr so aussieht. Finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ist auf jeden Fall ein echt schönes Wohnzimmerdesign. Aber das machen wir wieder aus, weil sonst brennt nämlich hier alles ab, weil ich World Guard nicht installiert habe. Nee. Daisy. Nummer 14, meine Freunde. Eine wunderschöne Tischtennisplatte. Einfach ganz easy zu bauen mit Strings, die man hier drunter packt. Ich zeige euch das mal ganz kurz. The best Elix Strings. Where did your mind go? Oh, I've gone crazy, Mr. Lex. I've gone crazy as hell. Ihr seht es, Leute, wir können einfach quasi den Teppich hier auf die Strings drauf packen. Generell mit Teppich und Strings kann man so viel machen und diese wunderschönen Schilder quasi sind dann letztendlich die Ständer des Tischtennisplatzes, der Tischtennisplatte und ergeben hier hinten nochmal eine wunderschöne Aufschlaglinie. Sieht auf jeden Fall ganz nützlich aus. Also wir können ja mal eine Runde spielen. Lex, warte mal ganz kurz. Ja gut, das war, war halt direkt ein Netzball. Läuft auf jeden Fall gar nicht gut. Man könnte vielleicht sogar überlegen, das Ganze mit Schleimblöcken direkt zu machen, dass die Dinger auch wirklich ein bisschen drauf bouncen. Muss man sich dann einfach mal überlegen. Finde ich auf jeden Fall ganz nice. Enthusiasmus für die nächste Nummer, Felix. Das ist nämlich die Nummer 15! Und zwar habe ich hier nochmal ein kleines Tischdesign, meine Freunde. Man kann nämlich mit diesen Fanscales auch wunderschöne Tische bauen. Man kann nämlich hier einfach wieder ganz easy hingehen und man könnte hier auch wieder theoretisch einen Barrier-Block nehmen, anstatt dieses seltsamen Strings. Dann hat man das komplett unsichtbar. Ist das im Game Mode 1 allerdings nicht möglich, Leute. Könnt ihr das Ganze, wie gesagt, noch mit Strings machen, die ihr auf den Boden legt. Und man hat einen wunderschönen modernen Tisch, den ich bis jetzt so noch nicht gesehen habe, Lix. Was sagst du dazu? Jetzt ohne Scheiß, ich bin die ganze Zeit mindblown, Alter. Wie kommst du auf so krasse Ideen? Ich habe ein bisschen nice nachgedacht und mich im Internet ein bisschen informiert. Das sieht alles sehr schön aus. Leute, jetzt kommen wir zum kranksten Ding überhaupt, Felix, nämlich die Nummer 16 und ich habe ein paar Stuhldesigns erarbeitet. Felix, was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Der ist ziemlich sick, oder? Boah, hier hast du ja so Ding in den Boden reingesetzt sogar. Richtig. Nice. Und zwar soll das so ein alter Bürostuhl sein oder so ein DX-Racer-Stuhl, so ein Gaming-Stuhl, habe ich mir überlegt. Relativ simpel wieder, wir haben hier unten eine Redstone-Fackel, die dann einfach das Ding hier quasi oben hält. Diese wunderschöne Platte hier. Warte mal ganz kurz, ich muss es wieder richtig bauen. Oh weia. Ganz ehrlich, ich habe in anderen Videos schon so hässliche Stuhldesigns gesehen. Mhm. Aber da ihr seht hier, ja, wir lassen es einfach mal so. Es fällt jetzt auch nicht auf. Aber ihr seht auf jeden Fall, das Ding bleibt quasi damit einfach oben. Wir haben hier nochmal einen wunderschönen Grey Banner, den ich hier einfach hingestellt habe. Und hier vorne haben wir das Ganze quasi nochmal als Holzstuhldesign. Den können wir auch ganz easy mal nachbauen. Dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie das geht. Ich gehe mal ganz kurz hier rüber. Wir nehmen einfach den roten Banner, stellen ihn quasi einmal von der anderen Seite daran. Ungefähr, wartet mal. Ja, genau, ich habe ja noch einen unsichtbaren Block. Deshalb, das ist es, Leute. Nehmen quasi den Banner, hängen den von der Seite ran und setzen dann hier tatsächlich den Stuhl drauf. Können dann den Rest hier einfach
einfach hinmachen, die zwei Schilder an die Seite und dann eventuell, wenn wir das wollen würden, könnten wir hier nochmal quasi Banner an die Seite packen, müssen wir aber nicht, sondern ich nehme hier gerne die Item-Frames. Das ist nämlich ganz schön, Leute, man kann nämlich Item-Frames immer wieder layern und das Ganze quasi übereinander packen und dann können wir hinten dran einfach nochmal eine wunderschöne Trapdoor legen und fertig ist ein wunderschönes Stuhldesign, auf dem man leider nicht sitzen kann, aber trotzdem meiner Meinung nach ganz schön eigentlich. Hier habe ich nochmal einen ganz simplen Stuhl, keine Ahnung, ich glaube, das kennen die meisten gar nicht, finde ich jetzt nicht so schön, aber kann man auf jeden Fall machen. Wenn man irgendwie mal etwas größer skaliert, kann man sich so einen Stuhl easy hinstellen. Hier kann man halt nicht drauf sitzen, ey. Kann man halt nicht drauf sitzen, ist halt ein bisschen unbequem, aber gut. Hier nochmal ein kleines Sofa, ich habe mir einfach ein bisschen Schnee genommen. Im Game Mode kann man, wie gesagt, mit Schnee eine Menge machen. Man kann nämlich mit Schnee auch echt schöne Layers machen, Leute, und kann halt mit Schnee das Ding mal ein bisschen spannender gestalten. Ihr habt es gerade gesehen, mit einem kleinen Riss halt drin, beziehungsweise mit einem kleinen Abstand dazwischen. Sieht das auch ganz schön aus und so kann man sich einfach ganz neu, ganz easy schöne Möbel machen. Nummer 17, meine Freunde, ist ein relativ nicer Lifehack und zwar haben wir nochmal eine andere Möglichkeit, Kissen zu machen, Felix. Das hier sind übrigens meine legitimierten Boxen, die ich hier gebaut habe. Einfach zwei. Ohne Scheiß, das ist das geilste Boxendesign, was ich bis jetzt jemals gesehen habe. Ich bin da noch nie drauf gekommen. Endrods übereinander, einfach ein Cobblestone Wall und fertig haben wir wunderschöne Cinema-Boxen, Leute. Das krasseste versteckt sich aber hier, Felix. Und zwar haben wir unten, guck mal, was wir hier haben, Felix. Nein, wir haben hier einfach ganz simpel mal zwei wunderschöne Armor-Stands mit farbigen Kappen. Das Ding ist aber, man kann natürlich jetzt hier keine Half-Slaps hinmachen. Das ist nicht wie bei den Bannern. Aber Leute, da gibt es einen ganz, ganz, ganz einfachen Trick. Und zwar kann man hingehen und sich einfach einen Pist nehmen, den man dann quasi hier vorne hinsetzt. Ungefähr so. Nimmt dann quasi das Ding, packt das hier hin, schiebt das hier einfach mal einmal rein und fertig ist das Ding. Also ist es relativ simpel nachzumachen und ihr habt dann wunderschöne Kissen auf eurem Sofa liegen, was ich ganz cool finde. Und man kann sogar bestimmen, glaube ich, wie hoch und tief die Kissen sein sollen. Richtig, genau. Je nachdem, wie viel Schnee da ist. Richtig, genau. Also theoretisch könnte ich das Ding jetzt halt ein bisschen tiefer machen oder höher. Ich habe es genau auf diese Höhe gemacht. Je nachdem, wie viel Schneepattern man nimmt, beziehungsweise Schneeplatten man nimmt, kann man ganz einfach bestimmen, wie hoch oder niedrig das Ding ist. By the way, meine Freunde, gibt es die ganze Welt hier unten nochmal zum Download für euch. Also könnt ihr euch das selber nochmal anschauen und selber übernehmen. Das ist auf jeden Fall für euch ganz easy machbar. Yeah, yeah. Nummer 18 ist ein relativ simples PC-Design, was ich gebaut habe. Und zwar haben wir hier einmal eine wunderschöne Iron Plate mit einem wunderschönen PC wieder dran. Man hätte natürlich jetzt auch hier die Tastatur wieder hinmachen können. Das hier soll quasi der Computer sein mit der Verkabelung. Die hat natürlich jetzt hier an dieser Stelle keine Funktion. Ich dachte halt nur, das wäre das Mauskabel. Das würde irgendwie Sinn machen. Dann haben wir hier eine Trapdoor, die hier unten durch eine Fackel betrieben wird, meine Freunde. Ihr seht das hier vielleicht. Die Fackel hält quasi die Trapdoor nach oben. Und so könnt ihr ganz simpel einen PC bauen. Ihr habt hier quasi einmal ein Item-Frame mit einem Glass-Pane drin. Und fertig ist ein wunderschöner PC. Und nochmal zwei Lautsprecher. Und nochmal zwei wunderschöne Boxen mit Wizard-Köpfen. Genau, relativ simpel also. Nummer 19, meine Freunde, ist ein kleines Küchendesign. Und zwar habe ich hier vorne Folgendes gebaut. Einmal eine Mikrowelle, weil ich dachte, eine Mikrowelle wäre ganz cool. Und hier vorne ist ein Toaster, Leute. Schaut euch das mal an. Das ist nämlich einfach nur ein umgekehrter Drachenkopf, den man in die Ecke stellt. Und es sieht halt aus, als hätte da jemand zwei schwarz verwandte Toasts gemacht. Man kann damit noch viel mehr Kram machen. Ihr seht es hier, Leute. Das ist quasi der Drachenkopf. Wenn man den in die Ecke stellt, sieht es halt aus wie ein Toaster. Man kann das Ganze sogar noch als Stecker benutzen von der Steckdose und so weiter und so fort. Den Rest kennt ihr hier. Das sind einfach ganz normale Banner, die hier quasi immer noch im Wind floaten. Das ist ein bisschen seltsam. Irgendwie habe ich es nicht rausbekommen. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine Grafikeinstellung. Hier kennt ihr mein altbewährtes Küchendesign mit diesen selbsternannten Cupboards hier, die ich hier gemacht habe, die man quasi öffnen könnte. Hier ein Herd. Ein wunderschöner Tisch mit einem Glaselement in der Mitte, was auf jeden Fall das Ganze nochmal ein bisschen moderner gestaltet. Finde ich auf jeden Fall ganz nice. Very nice. Felix, was kommt jetzt? Die Nummer 20! Haben wir hier ein wunderschönes, modernes Bett, meine Freunde. Ich mache mal ganz kurz die Fackeln weg, denn die Fackeln haben leider den Schnee geschmolzen. Wir haben nämlich hier Folgendes. Ich habe nämlich ein Bett aus einem Hotel nachgebaut, was mir so in den Kopf gekommen ist. Hier in der Mitte ist ja immer dieser komische Läufer, dieser komische Tagesdeckenbanner. Und wenn man oben drauf nochmal Schnee packt und hier eventuell mit Kissen arbeitet, die sich tatsächlich dann nochmal mit einer Quarzlab und einem weiteren Banner wieder bestücken lassen, kann man hier auf jeden Fall echt eine Menge machen und sieht meiner Meinung nach ganz schön aus. Finde ich auf jeden Fall echt geiles Master Design, was man sich easy mal gönnen kann auf jeden Fall in deinem Haus. Mega nice. Nummer 21 und zwar habe ich mich hier mal ein bisschen selber inspirieren lassen und habe mir ein DJ-Pult gebaut, meine Freunde. Ihr seht hier haben wir quasi den Mixer in der Mitte vom DJ-Ding, da steht der bei mir da drüben, sieht ungefähr aus wie bei mir. Das hier sind sogar Schallplattenspieler, das heißt, ich könnte jetzt quasi sogar eine Disc nehmen und die hier reinpacken, meine Freunde. Und dann eine Runde Not So Cool Radio aufnehmen. Und habe dann hier ein bisschen die Möglichkeit, Not So Cool Radio aufzulegen. Das Ding ist einfach wieder reingeschoben worden. Ihr seht das hier, das ist einfach nur ein Armor-Stand, mit dem man, wie gesagt, einfach mit Pistons kann man die hier reinschieben, Leute. Wir können jetzt auch diesen Block hier nehmen. Zack, und das Ding steht da drin. Ihr seht das hier. Relativ simpel also. Dann nochmal hier zwei wunderschöne Boxen, die ich ganz schön finde. Und hier vorne habe ich mir noch eine kleine Aufnahmebooth gebaut, weil ich dachte, wenn ich schon ein Musikstudio baue, dann komplett ist. Das hier soll der Schallschutz an den Wänden sein und man könnte hier quasi rappen und da vorne könnte quasi ein DJ dazu auflegen. Auf jeden Fall ganz cool, so ein kleines Musikstudio sich im Keller zu bauen. Bruder, you're so creative, man. Man, thank you. Unbelievable. I got something for you. Here, sit down on this one. Oh, thanks. Yeah.
Oh, that kind of hurts though. Is it good though? It's kind of... Okay, let's skip this. And we go to the next one. Und zwar Nummer 22. Genau, und zwar sind das hier einfach ein paar relativ simple Designs für wunderschöne Cupboards. Mal wieder so ein paar Esszimmerschränke. Ich weiß nicht, sowas hat jede Mutter irgendwo rumstehen, keine Ahnung. Diese Schränke, die keinen Sinn haben, wo ganz viel Kram drin ist. Geschirr, Kerzen und sonst so ein Blödsinn. Alles sowas, was Mutter auf jeden Fall braucht. Könnte man sich dann quasi auch selber hinstellen. Hier kann man quasi das Ganze nochmal durch eine Fackel ganz einfach wieder machen. Man könnte damit quasi so einen kleinen asiatischen Schrank bauen, wie ich ihn hier gebaut habe. Finde ich ganz nice und ist auch relativ simpel zu bauen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Inneneinrichtungsding, was zwar keinen großen Nutzen hat, aber euer Haus von innen deutlich, deutlich schöner wirken lässt. Das stimmt. Nummer 23. Und zwar haben wir ein paar wunderschöne Schirmdesigns. Einmal hier mit Endrods und wieder mit Barrierblöcken, welche natürlich ausgetauscht werden durch Strings. Pass mal auf, ich zeige euch mal ganz kurz. Wir nehmen einfach wieder Strings, machen die unteren beiden weg. Der obere String fliegt und könnten dann quasi hier das einfach hinbauen. Das heißt, das geht auch im Game Mode 0. Ist alles also easy machbar und dann habt ihr einen wunderschönen Schirm, der quasi aus Endrods und ein bisschen Wollteppichen und so weiter und so fort besteht. Relativ simpel. Was machst du da? Was auch theoretisch funktionieren müsste, man kann es auch so machen. Oh, Licks, du bist ein Genie. Lifehack, Lifehack, Lifehack. Hier auf der anderen Seite bestimmt schon auch 10.000 Mal gesehen, ein wunderschöner Schirm aus Betten, der quasi einfach in der Luft schwebt. Man kann Betten ja einfach hinsetzen und dann kann man quasi den Untergrund entfernen und die Betten schweben weiter. So kann man sich auch einen echt schönen Schirm machen für einen Strand. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Beautiful. Nummer 24 ist ein kleines Bürodesign, was ich mir überlegt habe für eine Büroküche. Und zwar habe ich mir gedacht, so ein Wasserspender wäre doch gar nicht so verkehrt. Ich habe den jetzt hier einfach mal in die Ecke gesetzt und so meinen kleinen Wasserspender. Hier ist nochmal ein etwas einfacheres Modell. Sieht dann quasi aus, da kann man sich dann auch einfach Wasser machen. Man könnte natürlich jetzt eine Redstone-Schaltung dahinter packen und so weiter und so fort, dass man eine Menge Wasser bekommt. Braucht man aber in dem Fall nicht, weil das soll ja nur Dekozweck sein. Hier oben habe ich nochmal was gefunden, Felix. Schau mal hier, man kann nämlich hiermit auch ein kleines Rohr bauen, indem man einfach von hinten dran geht und das ganze Ding einfach aufstellen lässt. Schau mal hier. Nein. Relativ simpel, dann steht das Ding wie eine 1 und man kann sich damit quasi eine Dunstabzugshaube bauen, die es so bis jetzt noch nicht gegeben hat. Man sieht die Redstone-Schaltung halt von hier aus auch gar nicht mal so wirklich. Richtig, genau. Man müsste quasi so um die Ecke gucken, aber das macht ja kein Mensch. Also ja, von eben. Daher, also Leute. Ja, das ist mega nice, weil wie oft ich schon das Problem hier hatte. Ja, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Vor allem, weil es halt schön zentriert ist, ne? Kommen mega wir jetzt nice. Zur letzten und fabulösen Nummer 25, meine Freunde. Und zwar habe ich hier ein paar Vorhänge gebaut. Schaut mal hier mit Schalker-Boxen mal wieder. Hängende Vorhänge mit diesen wunderschönen Endrods als Gardinenstange. Die Schalker-Boxen geben quasi dem Ganzen nochmal einen Kontrast. Man könnte es auch theoretisch so machen. Aber ich finde halt gerade mit diesen hellblauen Schalker-Boxen, die ja netterweise im Standard-Ressourcen-Pack, ich weiß natürlich nicht, wie es im anderen Ressourcen-Packs ist, eine ähnliche Farbe haben. Sieht halt echt mega heftig aus. Weil ich habe noch nie mit Schalker-Boxen gebaut, aber irgendwie werden die ein bisschen unterschätzt, habe ich so das Gefühl. Eben, weil die halt eine echt schöne Textur haben. Mhm. Hier vorne nochmal ein ganz einfaches Vorhangsprinzip, Leute. Und ja, das ist es quasi schon gewesen. Ich weiß es gar nicht, Felix. Ich habe irgendwo noch einen kleinen geheimen Text versteckt. Ich muss mal ganz kurz gucken, Leute. Ich fliege mal ganz kurz ab. Kleiner geheimer Text. Weiß gar nicht, ob man ihn gesehen hat. Ich muss mal ganz kurz schauen. Abonniert Revine-Seite. Stand etwas, Leute. Ich weiß es nicht. Da ist ein Schild gewesen. Vielleicht habt ihr es gerade bei der Nummer hier gesehen. Falls ihr gesehen habt, was draufsteht, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, Leute. Und wenn ihr mehrere Folgen davon sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir können ja gerne mal einen Lifehack machen, was man alles mit den Enderdrachenköpfen machen kann. Oder wir bauen mal ein komplettes Village um und so weiter und so fort, meine Freunde. Das soll es von der ersten Folge von Build Class gewesen sein. Wenn ihr Bock auf weitere Folgen davon habt, smasht auf jeden Fall einen Like-Button nach oben. Abonniert den Herrn Rotpilz mal zu Tode, weil der Boy wird auf jeden Fall jetzt auch teilweise Folgen davon hochladen. Wir werden das nämlich jetzt immer wieder zusammen machen. Und ich würde sagen, Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Macht's gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bin damit raus. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und das war's, haut rein. Ciao, ciao. Tschüssi.